Vor allem, die blockieren natürlich jetzt hier die Leute, ne? Die jetzt hier den Waffenmacher bauen wollen. Ja, komm, lass die wegziehen. Komm. Mach hier keinen Ärger. Klopp dich nicht mit denen rum. Du hältst die nur jetzt auf. Die sind gerade dabei, sich zu verpieseln. Ja, echt, ey. Diese Programmlogik, ne? Statt die, wenn sie merken, irgendwie, aber sie wissen ja, die sind unbewaffnet, ne? Statt sie sich dann irgendwie, jetzt rennt er weg, weil er halb tot ist. Statt die von vornherein sagen, irgendwie, wir halten Abstand, nö. Vor allem, wenn hier ne, schon die Leute abhauen wieder. Müssen sich natürlich unbedingt mit denen da rumprügeln. Ein feindliches Haus hochgezogen, ja gut, jetzt, na gut, die gehen zwar, aber da kommt schon wieder einer hinterher. Supi läuft wieder klasse. Der geht auch. Gucken wir mal. So, okay. Och, auch das noch. Das habe ich vergessen. Den Schuh muss ich mal wieder anziehen. So, okay. Wie dem auch sei, wir brauchen jetzt ein Armeelager. Das würde ich dann hier hinsetzen. Und dann muss die Brauerei erstmal warten. Hätte ich nicht noch irgendwie, ich meine, ich hätte eigentlich keinen Hammer in Auftrag gegeben gehabt. Ich? Okay, ist da. Alles klar. So. Was habe ich an Ressourcen? Ich habe 10 Knochen und ich habe 20 Leder. Da sollte man so einiges machen können. Das heißt, wir brauchen dafür 2, dann gibt das 5. Und ich mache mal diesen hier. Und mach da mal 3 oder 4. So. Okay. Da ist es noch einigermaßen so, dass man sagen kann, ist in Ordnung. Aber es wird verdammt eng. Die Brauerei. Warte mal, ihr kriegt erstmal 2 Träger. Das muss ja jetzt etwas fixer durchgeführt werden. Nee. Der war's. Die Brauerei setze ich dann mal hier hin. Oder besser noch hier hin, damit ich nicht so viel Bauland, also hier ne, Linksland hier für Getreide und so verbrauche. So. Kriege ich hier noch ein Wohnzelt hin? Jo, ja, jetzt heißt es Däumchen drücken. Wie sieht es hier mit dem aus? Macht der was? Kann der was? Oder braucht der. Der kriegt Material geliefert, das ist gut. Da sieht es im Augenblick halbwegs friedlich aus. So. Da geht das schon los, von wegen kein Essen gefunden und so. Ja.
Braucht er alles? Feuerstein, Äste, Knochen natürlich, Leder. Kann man keine Brücke bauen? Das wäre toll. Ja, tisch. Es geht nicht anders. Ich muss in Träger investieren, sonst dauert das ewig, bis ihr hier mal die Sachen bekommt, die ihr benötigt, um entsprechend die Leute mit Waffen versorgen zu können. So. Ich hatte gesagt, 5 und 4, ne? Alles klar. Ach, und ich habe wieder nicht genügend Leute. Auch das noch. So. Es geht noch. Geht noch. Ja, ich muss immer warten, bis das Wohnzelt da fertig ist, bevor ich irgendwelche anderen Dinge in Auftrag geben kann, sonst wird das hier alles wieder viel zu eng. So, sehr gut. Weniger gut ist, dass es hier halt jetzt ewig dauert, bis die hier, ne, vorankommen mit den entsprechenden Waffen. Okay, Moment, Augenblick. Hier hinten sieht es noch einigermaßen friedlich aus. Einigermaßen wohlgemerkt. Das Problem ist hier vorne. Das sieht weniger gut aus. Ich bräuchte jetzt eigentlich schon 2 Armeen, um das irgendwie hier in den Griff zu kriegen, befürchte ich. Ja, Waffen. Ach Gottchen, ja, eine hat er fertig, eine. Hilft nichts, da müssen wir durch. Ich gehe mal ganz kurz wieder auf den Turbo-Modus in der Hoffnung, dass wir uns hier halten können. So, da kommt schon wieder einer angekrochen. Irgendjemand hat wieder mal Kohldampf. Oder was? Hä? Ich war. Wie lange braucht ihr für so eine Waffe? Die Wege sind natürlich weit, ich weiß. Ich hätte hier natürlich jetzt auch noch einen Förster und so weiter unterbringen können, damit die Holzproduktion hier ist, aber... Oh. Doch noch. Aber, was soll man noch alles bauen vor allen Dingen? Ja, das geht ja dann wieder auf die Anzahl der maximal zur Verfügung stehenden Leute, die man dann da so rumstehen hat. Jo. Ah, okay, der ist fertig. Immerhin. Errungenschaft freigeschaltet, Architekt, na, ich weiß nicht. Wie er das verdient habe. Oh. Ja. Greift der an? Nein, der geht wieder weg. Das ist gut. Verzieh du dich mal. Achso. Okay. Wir brauchen. Wenigstens 2 Äxte.
Das ist ein Geduldsspiel hier, aber wirklich. Oh, was ist jetzt los? Jetzt geht auf einmal hier los von wegen Hunger. Ist die Bäckerei nicht in eurem Einzugsbereich? Die sollte doch eigentlich... Natürlich sein, dass da nichts ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, zumindest der ein oder andere hat da was bekommen. Okay. Folgendes. Zweite Farm. Lass die mal hier so hin. Zweite Farm. Das läuft alles nicht so ganz rund hier. Ich setze hier mal eine Wohnhütte hin. In der Hoffnung, dass sie was bringt. So, wir haben Ärger. Oh. Ah, sehr gut. Wir konnten sich immerhin durchsetzen. Da vorne gibt's Ärger. Sich das... Ah, sehr schön. Die Wohnhütte hat was gebracht. Oha! Was ist das? Uiuiuiui. Ihr müsst euch da mal hier so ein bisschen um die Kollegen da kümmern, unter Umständen. Die sind dummerweise auf uns aufmerksam geworden. Das ist nicht gut. Gebäude zerstört. Achso. Verluste zu beklagen. Das wäre jetzt die Frage. Schaffen die es, sich da durchzusetzen? Nicht so gut aus. Okay, der eine ist fast komplett runter, der andere ungefähr nur noch ein Drittel. So, Riesenklumpert schon mal Row 1 ist Geschichte. Und Riesenklumpert schon mal Row 2 jetzt auch. Sehr gut. Sehr gut. Und dann mal ganz kurz. Moment. Dahin. Okay, wir brauchen immer noch die Farm. Jetzt im zweiten Anlauf klappt.
Eieieiei. So, wie sieht's denn hier aus? Mit Sicherheit Leute verloren. Okay, Waffenmacher, der muss noch zwei Bögen herstellen. Dann soll der mal direkt den Anschluss bei Äxte herstellen. Vielleicht noch einen weiteren Bogen als Reserve. Und wir haben hier bestimmt einen Axtkämpfer verloren. Oha! Oha, 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 oha. Wir werden aufmüpfig, die Guten. Auch das noch. Geht natürlich so nicht. Oder? Gehen sich wieder zurück. So halbwegs, der eine weiß noch nicht so richtig. Gut, mit einem sollten die fertig werden. Das haut er doch ab. Okay. Bin für jede Minute, die ich hier gewinnen kann, bin ich dankbar, weil das dazu führt, dass hier die Leute entsprechend wieder mit Waffen ausgestattet werden, dass die entsprechend nachrücken können. So, Waffenmacher, wie sieht's aus? Der ist wieder stundenlang damit beschäftigt, einen Bogen herzustellen. Von den Äxten mal ganz zu schweigen. So, okay. Die Kollegen da, die lasse ich erstmal Kollegen sein. Bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, habe ich der schon eine weitere Sichel in Auftrag gegeben? Ich mach's jetzt mal. Gut. Wie sieht's aus? Kriegen wir die Leute hier versorgt mit Waffen? Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht. Ah, sehr gut. Wir haben einen weiteren Langbogen am Start. Aber immer noch zwei Leute, die irgendwie da ein bisschen Probleme haben mit der Bewaffnung. Ich gebe das Ding mal raus. Die Äxte sind jetzt erstmal wichtiger. Okay, wie sieht's da aus? Die halten sich noch ein bisschen bedeckt. Die auch. Dann gehen wir noch mal ganz kurz auf den Turbo-Modus. Ja, genau. Schwing den Hammer, Kollege. Die Leute brauchen Waffen. So. Boah. Hunden sind die damit beschäftigt. Ist er damit beschäftigt, um eine Waffe herzustellen? Wahr. Okay, das funktioniert. Das ist schon mal gut. Aha, 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 aha. Okay, 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 okay. Die beiden Äxte sind fertig. Grimhild ist mit der Knochenaxt ausgestattet. Was ist mit Yrsa? Yrsa will nicht oder darf nicht oder ja, am Meckern, aber auch nicht die Waffe besorgen. Da gibt es doch noch eine weitere. Liebe Yrsa, meine ich zumindest. Ich meine, ich hätte zwei Stück gemacht, ne? Oder habe ich da was falsch gesehen? Okay. Ja, komm, jetzt hier aber, oh Mann. Ah, okay, 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 okay. Kurze Atempause. So, die Farm ist fertig. Die Waffe immer noch nicht. Oder zumindest hat ihre Sasi immer noch nicht. Oder habe ich hier nicht, kann ich hier nicht genügend? Nee. Stehe ich gerade nicht.
soll ich aus irgendwelchen Gründen, ich mach das mal so, weil ich brauche hier jetzt eine einigermaßen einsatzfähige Armee. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen, ach, jetzt geht's auf einmal? Hä? Verstehe ich nicht. Ich meine, ich verstehe so vieles nicht, aber das... Versuchen wir es nochmal. Ach, jetzt. Okay. Irsa bewaffnet sich. Gut, die Kollegen, da haben einige ein bisschen Hunger. Die Bäckerei ist aber in eurem Einzugsbereich, das wisst ihr. Ne? Ich meine, ich kann hier noch gerne irgendwie ein Lebensmittellager hinsetzen. Das soll nicht daran scheitern. Mache ich auch vorsichtshalber mal. Ein Lebensmittel. Oh, ho, oh, ho, oh, oh, ho, oh. Moment, komme ich da zu sehr in diesen Bereich? Also normalerweise, Bäckerei sollte doch da, ne, in der Nähe sein und so. Einen Moment. Dann versorgt euch mal ganz kurz. Denn hier soll keiner Hunger leiden müssen. Von euch. So, das hat funktioniert. Die Leute sind gestärkt. Dann würde ich mal das Risiko eingehen. Ich mach das mal so. Gucken wir doch mal, was passiert. Schlimmstenfalls habe ich gleich keine Armee mehr. So, genau. Der Mumie da geht schon mal ein bisschen an den Kragen. Ja, von wegen hier meine Steine wegnehmen und so und sich da breit machen und so. Das läuft so nicht. So, genau, Gebäude weg. So, dem einen heizen sie schon so ein bisschen ein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lagen sich einigermaßen. Nur nicht zu weit treiben. Das soll erstmal reichen. Die Leute hier nicht verlieren. So. Moment, wo setze ich euch am besten hin? Hier hin. So, Rückzug, meine Freunde. Ihr habt da erstmal für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Okay.